Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir wieder ein schnelles Rezept, und zwar ein Blätterteigrezept. Ich möchte euch zeigen, wie ich diese Kirschtaschen aus Blätterteig gebacken habe. Es ist ein fertiger Blätterteig aus dem Tiefkühler, also mit einer ganz einfachen und selbstgemachten Kirschfüllung, schnell gemacht. Wenn man spontan Besuch bekommt oder auch mit Kindern kann man die ganz gut machen, habe auch mit Viertklässler schon ausprobiert. Also wirklich schnell gemacht, tolles Ergebnis und ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, bleibt einfach dabei. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Los geht's mit den Zutaten. Wir benötigen eine Packung Blätterteig, das sind jetzt 6 Platten. Die habe ich jetzt 20 Minuten vorher aus dem Gefrierfach geholt und auf einem Geschirrtuch, einem sauberen Geschirrtuch draufgelegt. So werden sie dann weicher und man kann sie besser dann biegen und formen. Für die Füllung habe ich jetzt 200 Milliliter Kirschsaft, 20 Gramm Speisestärke, ein Glas Kirschen. Wer mag, kann hier noch etwas Zucker hineingeben. Da der Kirschsaft etwas gezuckert ist, verzichte ich hier auf Zucker. Zum Bestreichen der Blätterteigtaschen habe ich ein Eigelb und einen Esslöffel Wasser. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Den Backofen heize ich gleich vor auf 180 Grad Umluft. So, für den Kirschpudding gebe ich jetzt den Kirschsaft in den Topf und löse darin die Speisestärke auf. Wer mag, kann hier noch einen Teelöffel Zucker hineingeben oder mehr, je nachdem, wie man es haben möchte. Wie gesagt, ich lasse hier den Zucker weg. Der Kirschsaft hat ja auch Zucker. Und dann gebe ich den Topf auf die Herdplatte und unter ständigem Rühren lasse ich das jetzt kurz aufkochen. Pudding ist jetzt etwas dicker geworden. Da gebe ich jetzt die Kirschen hinein und stelle den Topf wieder auf die Herdplatte und lasse es so vielleicht 1 bis 2 Minuten aufkochen. Der Kirschpudding hat jetzt etwas geköchelt, so ist die Flüssigkeit verdunstet und jetzt gebe ich den heißen Kirschpudding in eine Schüssel hinein, damit es ein bisschen auskühlen kann. Dann halbiere ich die Blätterteigplatte. Drehe es um und jetzt nehme ich etwas Wasser, streiche die innere Seite mit Wasser ein. Und jetzt schneide ich 4-mal ein, also nicht bis zum Rand und auch nicht durch, also so bis zur Mitte. Also 4-mal einschneiden. Auf der Seite, wo jetzt nicht eingeschnitten wurde, da gebe ich jetzt die Kirschfüllung. Nicht zu viel, sonst geht es dann auch raus. So, das reicht. Dann klappe ich den Deckel drauf. Und jetzt drücke ich die Enden zu. Entweder mache ich es mit einer Gabel oder mit den Fingern, so zwischen den Fingern nehmen. Erst die längliche Seite, dann die kurze Seite auf beiden Seiten. Und dann habe ich die Füllung in meiner Tasche drin. Ich habe ein Backblech vorbereitet, meine Dauerbackfolie eingelegt und da lege ich jetzt die Blätterteigtaschen mit bisschen Abstand auf mein Backblech. Und so mache ich jetzt komplett weiter. So, dann habe ich noch ein Eigelb und ein Esslöffel Wasser. Das verquirle ich miteinander. Und dann möchte ich noch die Kirschtaschen bestreichen mit der Eistreiche. So, die Kirschtaschen kommen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad
Umluft für circa 20 bis 25 Minuten. Ihr schaut einfach, wenn der Blätterteig eine schöne goldbraune Farbe bekommen hat, dann sind die Kirschtaschen schon. Die ersten Kirschtaschen sind jetzt fertig. Die waren jetzt 20 Minuten im Backofen, haben eine schöne Bräune bekommen. Und jetzt auch unten und untere Seite. Und jetzt tue ich sie zum Auskühlen auf ein Kuchengitter. So, und zum Schluss möchte ich noch ein bisschen Puderzucker darüber streuen. Ja, solche Kirschtaschen bekommt man ja auch beim Bäcker. Und jetzt habt ihr gesehen, es ist jetzt gar nicht schwierig gewesen. Das kann man ja selber ausprobieren. Und dann braucht man gar nicht mehr zum Bäcker gehen, sich so ein Stückchen zu holen. Da kann man ja selber backen. Und ihr wisst ja, selbstgebackene Sachen schmecken immer viel besser. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, ihr mir Bilder schickt und Kommentare schreibt. Jeden Donnerstag kommen neue Videos von mir, die ich rechtzeitig ankündige, auf Facebook, Instagram und TikTok. Wer meine Videos nicht verpassen möchte, geht gleich auf Abonnieren, das ist kostenlos und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.